Meine Damen und Herren, willkommen zurück zu Lysander Episode. Was ist das jetzt eigentlich? 36. Hallo, willkommen zu, ja, welche Episode ist das in Ordnung? Ja, Hashtag professional. mein Laptop war jetzt so gut wie einen Monat weg und dann habe ich es irgendwie voll vergessen weiterzuspielen. Und ja, jetzt Schrecklich. sind wir dabei, endlich mal die Episode weiterzumachen, die immer noch voll Oh vergessen ist. Gott. Ja. Und unsere Aufgabe war es, Alexi, unser süßen kleinen Alexi, ja, wo bist du? Jetzt ist unsere Aufgabe, Alexi. Ja, Alexi, wer gar nicht das Gefahren oder so verloren Alexi, ich wollte am Ende der Stunde mit dir reden, aber du bist ja regelrecht von mir geflüchtet. Ja, hat. ich wollte nicht sagen, dass du mit mir reden wolltest. Ja, deswegen mussten wir jetzt gefühlt 100 AP oder so verschwinden, um dich zu finden. Ja, ich wollte nicht trödeln, mein Bruder hängt mir zum Hals raus. Was Nein. bist du? Mafiosi? Ja. Wo ist die Katze? Da. Wo ist Eine da? Das ist nackte ein Katze. Frosch! Eine nackte Katze. Eine nackte. Okay. Okay. Oh Gott! Ich habe genug von seiner Gleichgültigkeit. Für ihn ist alles nur ein Spiel, aber nicht für mich. Ich schwöre nochmal, dass wir bitte seine Scheuern, ne? Wegen diesem schlechten italienischen Akzent. Das ist mir scheißegal, Luigi. Luigi Board? Can you burn a Luigi Board? Luigi Luigi, Board? okay, ich muss das Spiel ein bisschen aufpeppern, so lass mich Alexi wie ein Italiener reden. Er hat mir alles erzählt. Willst du darüber reden? Ja. Ich kann einfach nicht glauben, dass er hinter meinen Rücken abgezogen hat. Der hat mich voll abgezockt. vielleicht hat er ja nicht gemerkt, dass. Natürlich hat er es nicht gemerkt. Er lebt in seiner eigenen Welt. So ein kleiner Spinner. Voll so aus Sword Art Online von der Kirito. Ich habe Arnold und Victoria immer als unsere einzigen richtigen Eltern angesehen. Und er? Was macht er? Und. Warte, scheißer Text. Falscher Text. Falscher Text. So. Hast du den Teleprompter in der Scheißpresse? Und er hat ihn übrigens auch. Naja, das hat er immer zumindest behauptet. Als ich erfahren habe, dass er versucht hat herauszufinden, wer unsere leiblichen Eltern sind, habe ich mich verraten gefühlt. Wir waren ein Das ist Duo. anstrengend. Was? Anstrengend so zu labern. Nein. Nein, ich bin ein Naturtalent. Das liegt in meinen Adern. Ich habe mir wochenlang Sorgen um ihn gemacht, weil er so distanziert war. Ich habe sogar mit Rosa darüber geredet. Aber als ich herausgefunden habe, warum er sich so verhält, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ja, von Wolke 7. Ich hätte niemals gedacht, dass er Weil so ich schlecht zerbricht. auf meinen großen Bruder stand. Hashtag Inzest. Ich kann mir vorstellen, dass Arnold und Victoria auch sehr geschockt waren. Das nervt mich am meisten. Sie zeigen es nicht, um die Situation nicht noch schlimmer zu machen, aber ich bin mir sicher, dass er sie mit seinem Verhalten verletzt hat. Und er checkt es nicht mal. Wow, Alex ist wirklich total aufgewühlt. Deswegen redet er plötzlich wie ein Italiener, obwohl er Franzose ist. Aber ich kann immer noch mich doch nicht für einen der beiden Ich mir entscheiden. so vorstelle, wie der echt so jedes Mal, wenn der wütend ist und plötzlich einfach so einen italienischen Akzent bekommt. Und alle den sagen, guck mal, was ist mit meinem italienischen Akzent? Ja, was passiert halt, wenn ich wütend bin? Das ist aber, ich weiß nicht, für wen das auch so war, aber der war halt auch
also hatte eben auch diese Nationalität, der hat dann auch immer so einen heftigen Akzent bekommen, wenn er wütend war. Und ich kann das nicht ernst nehmen. Sie sind beide wichtig für mich. Ja, für mich nicht, nein, Spaß. Für Ramin aber nie. Wie schaffe ich es bloß, keinen von beiden zu verletzen? Du hast guten Grund, sauer zu sein, aber hast du denn versucht, in Ruhe mit ihm darüber zu reden? Ich bin mir sicher, dass dein Empfinden sehr wichtig für Armin ist. Ja genau, er ist ein richtiger Sturkopf. Okay, Alex ist geradezu aufgebracht und ist zu sehr in seiner italienischen Phase, um über eine friedliche Lösung zu denken. Ich fang meine Eisdiele an. Ich sollte ihm vorschlagen, nach der Schule an einen etwas ruhigeren Ort weiterzureden. Dann nehme ich meinen zweiten Namen an, Alfonso. Sag mal, hättest du Lust, später noch einen Kaffee trinken zu gehen? Ja. Warum nicht? Italiener lieben Kaffee. Ich habe 2 Tage lang nur zwischen der Wache und daheim verbracht, wo alle den ganzen Tag schlecht drauf waren. Denkst du nicht, dass du ein wenig überreagierst? Ich bin mir sicher, dass Frau Delaney dir langsam gefehlt hat. Du hast mir wirklich gefehlt, weißt du? Lass uns mal nicht übertreiben. Alexi rückt schließlich mit einem schüchternen Lächeln raus. Yes! Danke für deine Hilfe, Lulu. Gott, ich kann dir nicht... Alter! Ey, jetzt ehrlich, die Zuschauer tun mir leid. Die müssen sich gerade diese ganze Zeit diese Kacke geben. Die haben für den Ton ausgeschalten. Bestimmt. Diese, oh Gott. Es wird mir bestimmt gut tun, nach dem Mund nicht ein bisschen den Kopf frei zu kriegen. Und mir fallen auch noch 10.000 andere Dinge ein. Okay. Stille. Mhm. Super, dann treffen wir uns später direkt vom Café. Dann bis später. Okay, das ist ja ganz gut gelaufen. Alexi schien meinen Vorschlag gut zu finden. Ich will mich ja nicht in ihre Angelegenheiten einmischen, aber er ist immerhin mein bester Freund. Ich wollte gerade wieder Hack verlesen. Armin Zeckversuch schien ihn wirklich aus der Bahn geworfen zu haben. Ich hoffe, ich kann ihm helfen, dass er sich besser fühlt. Vor dem Mittagessen werde ich noch ein wenig herumlaufen, um zu sehen, ob ich Rosa finde. Ach, nee, nicht schon wieder. Das kann nicht wieder. Nee, nicht mit mir. Es ist schon eine Weile her, dass wir miteinander geredet haben. Angezogen von einem Regen, Stimmengewirr, stieg ich langsam die Kellerstufen hinab. Es tut mir leid, wenn du wütend bist, aber ich finde, du übertreibst ein wenig. Ach ja, das Lustige ist, wie Lisanne auch übertrieben hat, als sozusagen herausgefunden hat, dass man mit Katja zusammen ist, aber okay. Aber Lisanne findet, dass er übertreibt, okay. Vor allem ist mir etwas und ich bin derjenige, der übertreibt. Was machen die zwei da bloß? Kastin muss schon wieder heimlich eine Zigarette gekauft. Kastin scheint ein wenig wütend auf Lisander zu sein. Es ist immer schön herauszufinden, dass einem der beste Freund nicht vertraut. Natürlich vertraue ich dir, daran liegt es ja auch gar nicht. Lisander wirkt ein wenig genervt. Warum hast du mir dann nicht gesagt? Ich wollte dir bald davon erzählen. Ich hatte in letzter Zeit nur andere Sachen im Kopf. Ja, was könnte das wohl sein? Ihr habt mich zwar nicht gesehen, aber ich werde sie jetzt wohl kaum eine Stunde aus der Ferne beobachten. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, Evie-chan. Das trifft sich gut. Ach ja, warum? Nee, das gut sein. Halt die Schnauze, nicht? Unser Cast ist hier sauer, weil ich ihm nicht von unserer Beziehung gesagt habe. Willi, Nigga. Wenn ich übertreibe. Wenn Lulu sieht, fängt er an, so zu reden. Okay. Das ist normal. Okay, nein, ich höre auf. Es tut mir leid, liebe Zuschauer. Alles gut. So ein Schwachsinn. Ich bin nicht sauer. Eure kleinen Liebeleien jucken mich nicht. Und dennoch scheint er ziemlich genervt zu sein. Ich kann euch gerne allein lassen, wenn ihr wollt.
Der Sand und Kastel sahen einander merkwürdig aus den Augenwinkeln an. Das ist ein bisschen unangenehm. Luigi! Luigi-Port? Can you burn a Luigi-Port? Lisander räusperte sich und wechselte das Thema. The Luigi-Port? Quitch-Port? Was hältst du denn heute im Garten Mittag zu essen? Gute Idee, ich habe mega Hunger. Ich hatte keine Zeit heute Morgen zu frühstücken. Willst du mitkommen, Kastel? Oh, nee, danke, ich habe auf den Dreier gerade keinen Bock. Nein, danke, ich habe echt keine Lust, den Kerzenhalter zu spielen. Ich frage mich, was er heute hat. Er muss einsehen, dass er gegen seinen besten Freund verloren hat, was seine Liebe betrifft. Kastel, nobody loves you. Das liegt nur an deinem Zigaretten-Pimmel. Oh, nee. Ich weiß, ich bin krank und merkwürdig. Bin ich aber auch, ne? Ich meine nur der italienische Akzent. Wie du willst. Ich werde uns im Café um die Ecke-Sandwiches holen. Willst du irgendwas Bestimmtes? Nein, nimm einfach irgendwas. Ich bin mit allen zufrieden. Danke. Passt dir öfter meine Stimme nach, indem er die seine verstellte. Oh, ich liebe dich, Kastel. Ich weiß nicht. Okay. Nimm dich du bitte vor. Verarsch mich, Lisander. Ich beschloss, deine spitze Bemerkung zu ignorieren und drehte mich zu Lisander. Ich komme dann gleich zu dir in den Garten. In Ordnung. Lisander machte ein Kopfzeichen in Kastels Richtung und ging davon. What the fuck, instant diese Augenringe. Ich hab mir die ganze Nacht den Kopf ausgehauen und die Augen aus dem Kopf geheult, ne? Als ich erfahren hab, dass du mit dem alten Trottel zusammen bist, also. Ich meine, was hat er, was ich nicht hab? Abgesehen von einem Notizbuch, das er ständig verliert. Eine bessere Singerstimme. Gesangsstimme. Perfekt. Gesangsstimme. Was hat er, was ich nicht hab? Ich meine, ich spiele voll sexy Gitarre. Nee, nein, Spaß. Ich meine, ich habe doch nur deswegen damit angefangen, weil ich dachte, das ist Musik aller Mädchenherzen. Nein, laut Kenden wissen wir alle, dass alle Gitarrenspieler... Ja, das Gitarre spielen ist was für Kriminelle. Okay, also war mein Vater auch voll der Kriminelle. Was, der geht einfach so, ohne Küsschen und alles? Ich hoffe, dass du bei seiner legendären Schüchternheit nicht allzu hungrig bleibst. Mach dir keine Sorgen um mich. Was? Das? Ein Cupcake! Danke, Merkel. Danke für dich. Deutet er gerade an, dass sie mit ihm eine Affäre starten kann? Ja, oder? Der deutet das echt an. Falls das doch der Fall sein sollte, weiß ich, ob du mich finden kannst. Geht's noch? Wir reden hier von deinem besten Freund. Beruhig dich mal, ich mach doch nur Spaß. Verwechsel deine heimlichen Träume nicht mit der Realität, Kleine. Kastel kann einem manchmal auf die Nerven gehen. Ich weiß nie, wann er einfach nur Spaß macht. Man könnte meinen, Kastel ist gerade ein wenig eifersüchtig. Aber das muss ich mir wohl einbilden. Wir reden hier immerhin von Kastel. Er ist eben so. Nö, er ist einfach wirklich eifersüchtig. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Dieser Junge nie kann er zu hundertprozentig zu dem stehen, was er denkt.
Weißt du, woran ich jetzt gerade denke? Kennst du dieses Bild, das ich gepostet habe, mit, wo der Papa stottern sagt? Wo der so sagt, so Papa, Papa, und dann der Vater so, oh, er sagt gerade seine ersten Wörter, und der so, und dann so, Papa, ich rede schon seit 30 Jahren, hör auf, dich über mein Stottern lustig zu machen. So. Das ist so, ja, krass, ja. Okay, ich muss dann auch mal. Ich habe keinen Bock mehr, in dieser öden Schule abzuhängen. Okay, dann bis später. Bis dann! Ich muss zugeben, dass ich auch ganz froh bin, heute einen Feind zu essen. Das war wirklich eine gute Idee von Lisander, und außerdem kann ich so ein wenig Zeit mit ihm verbringen. Bis er zurück ist, werde ich noch ein wenig nach Rosa suchen. Die ganz blöde Scheißsucherei weiter. Gibt die Scheiße wieder los. Rosa? Hallo Viola, hast du vielleicht Rosalina gesehen? Nein, ich hab sie nicht gesehen, tut mir leid. Alles gut bei dir? Okay, dann suche ich mal weiter, danke. Nein, trotzdem. Ich bin auf Ecstasy. Warte, alles gut bei dir. Nicht wirklich, ich mache mir Sorgen um Alexi. Er sah heute Morgen so traurig aus, das ist gar nicht zu ihm. Weißt du irgendwas darüber, warum er so ist? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt in der Position bin, um Viola und Alexis, um Viola von Alexis und Armins Privatangelegenheiten zu erzählen. Aber andererseits sieht sie wirklich traurig aus. Ich weiß, dass sie Alexi wirklich gern mag. Ich glaube, ich weiß, was mit ihm los ist. Er hat sich mit seinem Bruder gestritten. Wirklich? Aber warum denn? Hat das etwas mit Armin's Verhaftung zu tun? Ja, Armin hat sich Zugang zu vertraulichen Daten verschafft, die beide betreffen. Und das hat Alexi traurig gemacht. Bleibe lieber vage. Es geht hier ja nicht um mich. Oh nein, ich kann verstehen, dass er traurig ist. Das muss wirklich schwer sein. Mach dir keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass Alexi schon bald sein Lächeln wiederfinden wird. Soll ich dieses alles, diesen Schwachsinn so nüchtern durchstehen? Wie soll ich das nur machen? Ich hoffe es, ohne sein Lächeln ist es nicht wirklich Alexi. Es stimmt, dass er selten so mitgenommen aussah. Jedenfalls bin ich dankbar, dass du mir erzählt hast, was ihn bedrückt. Jetzt bin ich schon ein wenig beruhigter. Bitte, Viola, und versuch bitte, das für dich zu behalten. Ich gehe Rosa weitersuchen. Bis später, Viola. Peggy! Tschüss! Tschüss! Was war das für ein komisches Tschüss? Ich gehe noch ein paar Minuten bis zum Mittagessen mit meinem Freund. Ich gehe wohl lieber in den Flur zurück, um zu sehen, ob Rosa draußen ist. Viola kann Spanisch. Tschüss! Okay. Ich werde nicht die Verantwortliche sein, wenn sich das Ganze als Desaster entpuppt. Kommen Sie, ich bin mir sicher, dass Sie das hinbekommen werden. Frau Delaney scheint immer noch ziemlich wütend auf die Direktorin zu sein. Ich frage mich, worüber sie wohl gesprochen haben können. Ihr habt alle das nötige Material erhalten. Es wird Ihnen sehr nützlich sein. Welches nötige Material? Das Einzige, was sie hatte, war eine Banane und Kondom. Dafür muss die Schule ehrlich, also okay. Und die Flyer. Vergiss die Flyer nicht. Und die Flyer. Ach, sorry. Ja gut. Die sind in der Tat etwas wichtiger. Von welchem Material reden Sie denn bitte? Was tischen Sie mir denn jetzt schon wieder auf? Also es wäre echt peinlicher gewesen, wenn es auf so ein Dildo hätte schweben müssen, ne? So ein Holzdildo. Ich muss nach dem Zimmer zurückgehen, dann zeige ich es Ihnen. Oh Gott. Ja, Gott sei Dank sind wir so alle so richtig schön unschuldig und denken nicht bei der Rotwäsche. Wir werden sehen, es ist äußerst lehrreich.
Frau Delaney folgte der Direktorin mit dem gleichen Elan, als würde sie aufs Schafott gehen. Ich verstehe wirklich nur Bahnhof, aber ich nehme an, wir werden noch früh genug erfahren, was hier vor sich geht. Alpaka! Was? Keine Ahnung. Ich dachte, ich muss irgendwie diese langweilige Episode aufheitern. Keine Ahnung. Aber dann wirft man doch nicht irgendeine Scheiße rein. Vorsicht, ich mach das gerne. Ich rufe auch voll gerne, ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, aber ich rufe total gerne Brokkoli rein. Einfach aus keinem Grund. Ich rufe total gerne auch Brokkoli rein. Ist mir aufgefallen? Ja, klar. Ja. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Und mir ist gerade aufgefallen, dass du einen leichten Vogel im Kopf hast. Okay. Und ein ganz kleines Küken. Nein, Spaß. Geh jetzt. Ja, reicht. Pudi ist mein Scherz. Reicht. Naja, jedenfalls steht fest, dass Rosa nicht mehr hier ist. Egal, es wird Zeit, zu Lysander in den Garten zu gehen. Ich will ihn nicht zu lange warten lassen. Lysander saß bereits auf einer Bank inmitten des Gartens und wartete auf mich. Ah, da bist du ja. Ich hab mir schon gedacht, dass ich jetzt hier ohne dich mixen muss. Das wäre nicht so schön. Keine Ahnung, wenn er so errötet ist, ist es so einerseits süß, andererseits so, wollte er gerade schissen oder so? Voll glücklich einfach. So überglücklich. Oder ich habe einfach nur irgendwie heute Drogen genommen. Ich weiß auch nicht. Willst du mit mir Drogen nehmen? Wird es rote Rosen regnen? Okay. Ich habe mit dem Essen auf dich gewartet. Das ist nett von dir. Ich habe Rosa Lian nicht gefunden. Sie hat bestimmt außerhalb der Schule gegessen. Vielleicht ist sie ja mit Lay in die Stadt. Das kann sein, ja. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich hoffe, du magst das Sandwich, das ich dir mitgebracht habe. Keine Sorge, es sieht wirklich lecker aus. Mit frischen Buletten. Ich hatte solch einen Hunger, dass mein Sandwich innerhalb weniger Minuten hinunterschlang. Ja, da war ein ganz besonderes Gewürz drin. Er sah mich belustigt an. Ja, das bleibt jetzt mal bitte unkommentiert. Siehst du? Diese Buletten, ne? Also dazu sagen wir nichts. Keine weiteren Äußerungen. Es tut so gut, mit ihm draußen sein zu können, ohne ständig misstrauischen Blicken ausgesetzt zu sein. Er schien mir eine Frage stellen zu wollen, zögerte jedoch kurz bevor er zur Tat schritt. Wenn du Lust hast, könnten wir nach der Schule in einen Plattenladen gehen. Es gibt einige Bands, die ich ganz beliebt finde und ich dir gerne zeigen würde. Tom hat gerade ein doofes Licht. Frag mich. Nein, erzähl. Nein, alles gut. Nein, erzähl. Wegen Gewürz, besonders Gewürz, eher so Chlorof. Nee, Arsen. Oh nein, heute Abend habe ich keine Zeit. Das ist jetzt wirklich blöd. Eigentlich total gern, aber heute habe ich schon was für. I'm gonna touch myself tomorrow. Oder wie war's bei Deadpool beim ersten Teil? Ich hab das mal so. Ach, heute mache ich es mir selbst. Ich und Alexi wollten einen Kaffee trinken gehen und ein bisschen zu reden. Er schien vorhin ziemlich von der Rolle zu sein. Gar kein Problem, dann machen wir das eh mal andermal.
Die Schallplattenläden werden sich schon mit der Luft auflösen. Auf einmal so, und die beim Schallplattenladen löst er sich so eine Luft auf. What the fuck? Und du auch nicht, hoffe ich. Oh nein, keine Sorge. Das restliche Mittagessen war noch sehr schön. Ich streckte mich auf der Bank aus und legte meinen Kopf auf seinen Schoß. Weißt du, was ich gerade frage? Was? Wie habe ich damals diese Episode spielen können, ohne irgendwie zu kopieren? Vor Langeweile. Weil damals war sie ja noch so neu für uns. That's true. Während wir redeten, fuhr er mit seinen Fingern durch mein Haar. Sie genossen noch ein wenig die Sonne, bis der Unterricht weiterging. Sie hat beinahe vergessen, dass wir noch Schule haben. Das war wirklich ein wunderschöner Moment. Der Rest des Nachmittags ist ziemlich ruhig verlaufen. Der Unterricht endete heute früh. Ich werde das schöne Wetter ausnutzen können, indem ich mit Alexi ins Café gehe. Meine kleine Diva. Alexi ist schon da. Er sitzt allein an einem Tisch und wirkt ein wenig geistesabwesend. Ich ging auf ihn zu, wobei ich mich durch die Stühle und Tische der übervollen Terrasse schlingelte. Hey, wer bin ich? Dieser Italiener! Danke, dass du mir einen Platz freigehalten hast. Alfonso, bist du es? Was? Alfonso, bist du es? Ich habe leider kein Dusch mehr in der Sonne bekommen. Ich könnte meinen, dass ihn heute nichts mehr erschüttert hat. Was meinst du? Wer ist Mario und wer ist Luigi von Armin oder Alexi? Alexi ist auf jeden Fall Luigi. Dann muss der Armin Mario sein. Ja. Weil Mario und Luigi sehe ich. Mario und Luigi Mario. Es ist wirklich komisch, Alexi so ruhig zu sehen. Ist nicht schlimm. Es wird eh langsam warm. Da sind wir im Schatten auch ganz gut aufgehoben. Dann kam er, mich nach einer Bestellung zu fragen und ich ordnete eine Limonade. I don't agree that. Okay, ich werde mal versuchen, Alexi ein wenig zum Reden zu bringen. No. Wie war dein Alltag so? cool, du hast, dass du heute wieder in die Schule gekommen bist, ist einfach nicht das gleiche ohne dich. Haha, du bist süß, du hast mir auch gefehlt. Wow, das ist gerade wirklich nicht lustig. Ich habe meine Mutter gestern sogar dabei erwischt, wie sie gemeint hat. Oh nein, das kann ich mir kaum vorstellen, sie ist sonst immer so fröhlich und energiegeladen. Ja, Mina hat mit seiner Snowden-Nummer wirklich ein ziemliches Schlamassel hingerichtet. Snowden-Nummer? Was für eine Nummer? Wenn er sein Spiel über die Snowden-Affäre geben würde, wäre Armin sicher der Erste, der es sich kauft. Was war's denn? Ich hab keine Ahnung. Ja. Alexi unterdrückt ein halb seidenes Lächeln. Das könnte echt ein cooles Spiel sein. Ein bisschen so wie diese Spiele, in denen man zu einer Art Big Brother wird, in dem man in den Nachrichten von politischen Aktivisten schmiefällt. Du weißt schon, was ich meine? Nein. Naja, das hat Armin mir zumindest gesagt. Vielleicht hat er dir ja sogar davon erzählt. Er liebt dieses Spiel. Selbst wenn er wütend auf ihn ist, empfindet Alexi weiterhin Stolz und Faszination für seinen Bruder. Ich glaube, es heißt Orwell. Oder so irgendwie. Keine Ahnung. Ich bin Italiener, kein Engländer. Jetzt verstehe ich auch, warum er es so gerne mag. Aber wenn man sowas in echt erlebt, ist es sehr viel weniger lustig. Von einem auf den anderen Moment war Alex wieder betrübt. Ich zerbrach mir den Kopf auf der Suche nach einem anderen Gesprächsthema. Es ist sicher besser für ihn, auf andere Gedanken zu kommen, anstatt ständig über Probleme zu reden. Doch noch bevor ich das Thema wechseln konnte, fuhr Alexi auch schon fort. Er hat etwas gefunden, weißt du? Wie meinst du das? Ist Armin bei seinen Ermittlungen auf etwas gestoßen? Nee, er hat eine Telefonnummer gefunden. In der Datenbank. Ich will gerade... Was?
Ja, bitte? ja, aber was ist los? Nee, also wenn es dringend ist, muss ich das jetzt dazwischen schieben. Was ist denn los? Ja, er hat eine Telefonnummer gefunden in der Datenbank des Einwohners, meine Damen, in dem wir gemeldet sind. Mir gefror das Blut in den Adern, als ich diese Neuigkeiten erfuhr. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich Alexi sich fühlen muss. Jetzt verstehe ich auch, warum er sich so verhält. Oh, und du... Ihr habt angerufen? Nein, Armin will die ganze Sache beenden. Die Verhaftung hat ihn ein wenig abgeschreckt, glaube ich. Das hat er aber auch verdient, dieser Volltrottel. Das kommt davon, wenn man meinen letzten Pudding im Kühlschrank klaut. Als hätte er nun endlich begriffen, dass das alles nicht nur ein Spiel ist. Das ist vielleicht auch besser so. Game over. Alexi antwortete nicht, er schien über seine Worte nachzudenken. Aber ich will es wissen. Ich sah Alexi an, sein Blick war hart und entschlossen. Du willst die Ermittlung weiterführen? Ja, ich denke schon. Das Problem ist, dass ich Angst vor dem habe, was ich entdecken könnte. Warum? Weil es meiner Meinung nach einen guten Grund dafür geben muss, wenn unsere Eltern uns bei der Geburt weggegeben haben sollten. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Grund wirklich wissen will. Du hast Angst, dass du dann noch mehr darunter leidest? Ja. Ich nahm Alexis Hände. Ich hatte das Gefühl, dass er das in dem Moment brauchte. Wir redeten kein Wort. Ich wusste nicht wirklich, was ich sagen sollte. Ich will nicht, dass er leidet, aber andererseits scheint er entschlossen zu sein, die Ermittlungen weiterführen zu wollen. Plötzlich ließ Alexi meine Hände los und schrie auf. Hey, du da! Was soll das genau werden? Ach, Ami. Warum hat mein Bruder gerade einen seinen italienischen Akzentmodus? Das denkt er sich bestimmt. Ich war gerade um die Ecke. Warum stört es dich, Luigi? Nein, oder? Nein. Armin auch noch einen italienischen Akzent verpassen? Ja, siehst du doch. Bist du blind? Bist du irgendwas in den, vor den Augen? Das ist Spaß. Ich dachte, ich hätte dir ausdrücklich gesagt, dass ich ein wenig allein sein will. War ich denn etwa nicht deutlich genug, Mario? Beruhig dich mal, Luigi. Was ist denn mit dir los? Ich fühle mich gerade wirklich unwohl zwischen zwei Italienern. Ich habe das Gefühl, dass... Ich habe das Gefühl, dass dieses Gespräch nicht besonders gut enden wird. Unglaublich, immer musst du deine Nase in die Paste stecken. What the fuck? In die Pasta, wenn dann. Ja, die Pasta. So. Die den Schieß angeht. Beruhigst du dich jetzt vielleicht mal? Was hab ich denn getan? Was du getan hast? Machst du dich etwa über mich lustig? Abgesehen davon, dass du mit deinen egoistischen Fallen die ganze Familie in Trauer gestürzt hast, indem du die Vergangenen aufgewühlt hast. Wie ich mir vorstelle, wie er noch so dieses Handzeichen macht. Ja, Miss Goosey. Miss Goose. Ah, du musst immer alles so dramatisieren. Lulu, sag du ihm... Die italienische Gabel. Ja, genau. Lulu, sag du ihm bitte, dass er zu weit gegangen ist. Offensichtlich will er ihn nicht glauben. Ich bin mir nicht sicher, dass Lulu auch denkt, dass du vollkommen übertreibst. Ist es nicht so? Beide treten sich vollkommen aufgebracht zu mir um. Jetzt denke ich so an meinen Blick, wo ich gerade sowas gegessen habe und Maximi fotografiert habe. Hä, meinst du, wo du deinen Kuchen gegessen hast? Ja, die hat mich so plötzlich fotografiert, dass sie so blöd geguckt hat. Ey, du bist auch so eine 13-Jährige, ne? Lass mich. Richtig, so eine 13-Jährige, die sich freut, um 19 Uhr noch auf dem scheiß Volksfest zu sein. So, ich darf so spät noch raus. Und die Woche will keine Sau mit mir dahin. Willst du so dein ganzes Leben jetzt noch auf dem scheiß Volksfest verbringen, oder was ist da los?
Nein, aber jetzt, wo ich mal Zeit habe, weil ich Schule habe, will keiner mit mir hin. Träume ich oder wollen die etwa, dass ich mich zwischen ihnen beiden entscheide? Alexi ist mein bester Freund. Ich bin dabei, aber bisschen zu weit weg. Alexi ist mein bester Freund, aber ich hänge auch an Armin. Ich kann mich nicht zwischen ihnen entscheiden. Das geht mich doch nichts an. Was sollte das jetzt sein, Tom? nein, für dich nicht. Bitte verlangt nicht von mir, dass ich mich von einem von euch entscheide. Das ist eure Sache. Haltet mich da raus. Ich fühlte mich so in die Enge getrieben, dass ich kein Wort rausbrachte. So, das so sinkt das jetzt voll. Was? So oder so sinkt das jetzt voll. Buddy. Können wir den nächsten Part dann Bitte warte, was? Ich verstehe dich gerade voll nicht. Können wir den nächsten Part dann anders aufnehmen? Ja, gerne. Ich will nur noch das Gespräch zu Ende machen. Kannst du ein bisschen down? Was war denn noch das, was da am wenigsten runter? Steht das noch da? Nein. Du bist auch bei Episode 36, ja? Ja. Achso, ich höre mich so. Ich glaube. Das sind Klammern. Am wenigsten runter. Super, vielen Dank für deine Unterstützung, du Nichtsnutz. Super, dass du ihn entmutigst, mit seinem der da mitzuweitern. Und dabei, den geht's ja noch weiter runter. Mir recht, ich bin eure Anschuldigung leid. Während ich verblüfft dastand, ging Alexi und Armin in zwei entgegengesetzte Richtungen davon, bevor ich irgendetwas dagegen unternehmen konnte. Allein und ein wenig verloren blieb ich vor meiner Limonade und Alexis leerer Tasse zurück. Ich bin so wütend, dass sie mich da reingezogen haben. Wie konnten sie mich nur so in die Enge treiben? Plötzlich realisierte ich, dass ich mich von nun an nicht mehr in die Angelegenheit der anderen einmischen wollte. Ich habe das Gefühl, das bringt mir nur Ärger ein. Als hätte ich das ganze Universum gegen mich verschworen, kam genau in dem Moment auch noch der Kellner und bat mich, die Rechnung zu bezahlen. $15 bezahlen. Ich zahlte unsere beiden Getränke. Dann gehe ich mir mal lieber heim. Plötzlich klingelte mein Handy in meiner Tasche. Anruf annehmen. Habe ich schon erzählt, dass die Klasse von Rosana zu ihrem Geburtstag ihr einen Penis-Lolli gekauft haben? Warum? Feiert. Ihre Klasse hat einfach zum 60. Geburtstag ein Penis-Lolli geschenkt. Ja, gibt's ja auch. Die gibt's immer bei Nanuna, ne, oder so. Musst du lachen. Das ist dein Text. So, hallo, Lulu. Rosa, bin ich froh, dass du anrufst. Achso. Warum? Ich habe mich gerade mit Alexi und Armin gestritten. Naja, eigentlich haben eher die beiden gestritten und ich war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Das kann passieren. Ja. Lass den Kopf nicht hängen. Nein, aber was ist denn passiert? Das ist eine lange Geschichte, aber das bedeutet auf jeden Fall nichts Gutes. Boah, diese Leute auf Facebook, die einen anstupsen. Wo ich so denke, Junge, sag einfach Hallo. Auch nicht anzustupsen oder zu winken. Tut mir leid, das zu hören. Ich rufe an, weil ich dich fragen wollte, ob du mit mir schatten gehen willst. What the fuck?
vorstellen, dass du da jetzt wirklich einen Kopf dafür hast. Ganz im Gegenteil, das hilft mir bestimmt, auf andere Gedanken zu kommen. Ich werfe einen Blick auf mein Handy, um die Uhrzeit zu checken. Es war noch früh am Abend. Es wird bestimmt gut tun, Rosalia zu sehen und ein wenig den Kopf freizukriegen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich heim muss. Wir treffen uns im Einkaufszentrum. Super, bis gleich.